Auch hier wieder der Hinweis, Leute, ihr seht, wie schnell und einfach das geht. Das heißt, zu meinen, es sei so schwierig, auch ich kaufe mir lieber eine Hafermilch, aber ich schaffe das nicht jeden Tag, ist Mumpitz. Hallo und herzlich willkommen bei Welcher Gesundheit TV. Schön, dass du mit dabei bist, denn wir zaubern heute eine Hafermilch mit Vanille. Es wird also heute sehr süß werden und daraus machen wir dann eine leckere Kaffeecrema. Richtig, ja. Das heißt, wir nehmen die beiden Lieblingsgetränke, die in Deutschland gerade sehr, sehr populär sind. Erstens der Kaffee. Also es wird mehr Kaffee in Deutschland getrunken als Wasser. Echt? Ja. Ich glaube, Deutschland ist auch so auf Platz 1 der Kaffeetrinker, oder? Richtig. Deswegen. Trinken wir mehr Kaffee als die Italiener? Ja, wir funktionieren halt auch noch besser als die Italiener. Das heißt, wir trinken mehrere Kaffees am Tag und wir trinken das sehr, sehr systematisch und regelmäßig. Wahnsinn. Und die Hafermilch, die zurzeit auch sehr populär ist und im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde, nur über die wir schon mehrere Sendereien gemacht haben, wie schädlich die Hafermilch aus dem Laden ist, weil da ganz viel Salz, ganz viel Zucker, ja, aber auch neuerdings Fluorid und Arsen drin entdeckt wurden, also ganz, ganz gefährlich. Oh ja, genau. Deswegen machen wir die selber. Und zwar ist das ein Rezept, was ich ganz gerne zu Hause mache. Ich mache das mit dem Thermomix, weil es einfach schnell, einfach geht, hat nicht viel Sauerei. Und ich habe die natürlich dann so ein bisschen verfeinert. Also ihr habt ja schon in der letzten Sendung erfahren, dass ich ein Zimtliebhaber bin. Und wir werden auch noch Vanille mit reinmachen. Richtig. Das sind natürlich auch wieder therapeutisch wirksame Heilpflanzen. Oh ja. Die wir anstelle der giftigen Bestandteile reinmischen, um dann den gleichen Geschmack oder besser gesagt noch einen besseren Geschmack zu erzeugen, den ihr aus der Hafermilch kennt. Und das Schöne ist, bald werdet ihr es hier vor Ort testen dürfen, denn wir reden nicht nur und quatschen viel, sondern die Produkte, die wir hier erstellen, sind köstlich. Oh ja. Und bald bieten wir ein Sendeformat ab, wo hier einige von euch Zuschauern sitzen dürfen und alles mit uns verkostigen und live diesen ganzen Kurs miterleben, weil wir drehen hier gleich mehrere Sendungen ab. Das heißt, ihr kriegt eine Ausbildung und ihr habt gleichzeitig die Möglichkeit, alles mitzugenießen. Wunderbar. Wunderbar. Dann würde ich sagen, starten wir. Und zwar geht es erstmal los mit der Hafermilch. Dafür brauchen wir natürlich Hafer. Richtig. Wir nehmen jetzt, man kann angekeimten und getrockneten Hafer nehmen, man kann eingekeimten und getrockneten Dinkel nehmen. Der Hafer ist halt, wie gesagt, sehr, sehr gesund, viele B-Vitamine und eigentlich wirklich ein vollwertiges Nahrungsmittel. Dann geht es weiter natürlich mit ein bisschen Zucker. Aber wir wollen natürlich keinen normalen Zucker nehmen, deswegen nehmen wir jetzt hier Ahornsirup. Ganz genau. Ahornsirup, einer der besseren Zuckerquellen, besser als Agavendicksaft, besser als Kokosblütenzucker und hat halt auch noch einige Mineralien drin. Wunderbar. Dann ist trotzdem wichtig, eine Prise Salz. Richtig. Also in der Hafermilch, die ihr im Supermarkt kauft, da ist sehr, sehr viel Salz drin. Hast du mir kleiner den Pfeffer mitgebracht? Danke. Und deswegen gerne hier auch nicht zu sparsam mit den Zutaten umgehen. Gerne lieber ein bisschen mehr Salz und ein bisschen mehr Zucker, dass diesen wirklich den vollmundigen Geschmack erreicht. Weil was die in der Industrie da punchen, Leute, dazu solltet ihr euch unbedingt unsere letzten Sendung anschauen, denn das ist einfach nur skandalös. Und wir brauchen bitte noch Wasser. Oh, gerne. Ein spezielles Wasser, also ihr könnt euch ja vorstellen, was für die Hafermilch für Wasser genutzt wird, ist Industriewasser. Das heißt, da wird kein gefiltertes, kein basisches und vor allem kein hexagonales Wasser genutzt, was wir hier allerdings zur Verfügung haben. Das heißt, Diana hat investiert, einen sehr, sehr tollen Wasserfilter-Ionisierer, Marktführer Aquion, produziert hier ein Wasser, wo ihr selbst gleich seht, da sind OH-Ionen drin, da ist sogar molekularer Wasserstoff drin. Und das heißt, dieses Getränk, was wir anrühren, ist auf einem ganz anderen Level. Das Wasser ist gefiltert, das Wasser ist frisch und das Wasser ist wirklich so strukturiert, dass der Körper es optimal aufnehmen kann. Man spricht von einer hohen Bioverfügbarkeit. Das heißt, die Aquaforine, die das Wasser in die Zelle bringen, die lassen nur hexagonale Wasserstrukturen durch oder kleine Wasserklasse. Und schau dir das mal an, wie milchig das aussieht. Ja, ne? Da haben wir schon unsere Milch, oder? Gut, Sauerstoff drin, ne? Genau. So, mal gucken, ob das überhaupt reicht. Ich glaube, es reicht gar nicht. Da hole ich dir gerne noch was. Also da auch wirklich gerne ein bisschen was zu viel machen. Ihr könnt es schon mal richtig voll machen. Genau, ihr könnt es dann in den Kühlschrank stellen. Da werdet ihr aber den nächsten Vorteil dieser Milch bemerken. Und zwar die Hafermilch aus dem Supermarkt. Die steht ungekühlt mehrere Monate in den Regalen. Was glaubt ihr, wie viel Konservierungsmittel da drin sind? Was glaubt ihr, wie viel antibiotische Stoffe drin sind, damit sich keine Bakterienkulturen entwickeln? Denn der Hafer gilt auch den Bakterien als wunderbares Präbiotikum. Das heißt, wenn wir jetzt mit frischem Hafer arbeiten, wird die Milch ganz schnell sauer und fängt an zu fermentieren. Deswegen wird in der Industrie da viel getrickst, um diesen Fermentationsprozess einzuschränken. Und ich will euch gar nicht alles sagen, was da drin ist. Ich sage euch nur eins, schaut euch unbedingt unsere Sendung an, denn da haben wir das ganze Thema Hafermilch entlarvt. Es ist wie Coca-Cola und deswegen macht gerne ein bisschen was vor für euch, für die Familie, für die Kids, für Besuch, für den nächsten Kaffee am Morgen, damit ihr das vielleicht nur jede 2-3 Tage macht. Füllt dann die Flasche im Kühlschrank komplett bis zum Deckel.
Deckel oben richtig zumachen und dann ist auch kein Sauerstoff da, dass die Fermentation, wenn eine Fermentation passiert, dann die ist, die auch im Darm entsteht. Kühl und dunkel lagern und dann ist diese Hafermilch auch lange haltbar. Mache ich richtig voll? Ja, richtig voll. Mhm. Okay, das heißt, ich mache die jetzt richtig voll und ich mache jetzt Folgendes, ich nutze auch mal eine andere Stufe. Ich habe gerade nur Wasserstoffwasser, aber ich kann ja auch hier basisches Wasser nutzen. Und da kommen wir zum nächsten Vorteil von diesem Kaffee, denn ein normaler Kaffee übersäuert und hat einen pH-Wert von 2 bis 3,5. Der intraarterielle pH-Wert des Menschen liegt bei 7,365. Und alles, was unter 7,365 ist, bezeichnen wir als sauer. Der Kaffee übersäuert also sehr und ganz im Gegenteil zu unserem Kaffee führt er zu der Ausschüttung von Stresshormonen. Noradrenalin, Adrenalin aus der Nebennierenrinde, die ohnehin schon erschöpft ist durch unseren Alltag, wird dann gebildet. Und wenn wir chronisch erschöpft sind, dann ist es so, dass diese Hormone uns einfach fehlen. Und deswegen lieber so einen Kaffee. Genau, wir haben jetzt für die Hafermilch alles drin. Also wie gesagt, wir haben Hafer genommen, wir haben was Süßes genommen, wir haben Salz genommen und Wasser. Und das wird jetzt erstmal 2 Minuten gut durchgemixt. Ganz genau. Et voilà, da klingelt es also schon. Alle Rezepte, die genauen Maßeinheiten und alles, was ihr dazu wissen wollt, kriegt ihr natürlich wieder in unserem Rohkosterie-Rezeptbuch hier drunter verlinkt. Auch die Rezepte aus den führenden Sendungen sind hier drin und zur Mengenangabe haben wir sogenannte Cups. Das ist einfach professioneller, es ist genauer und es ist besser. Deswegen investiert nachhaltig in solche Systeme und dann habt ihr es einfach einfacher, es geht schneller und es ist besser umsetzbar. Oh, genau. Sehr schön. Hier haben wir jetzt also die Hafermilch, die habe ich jetzt 2 Minuten gemixt, einfach damit sie richtig schön cremig ist. Mhm. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Richtig. Das heißt, die kommt jetzt wieder hier rein und ich habe den Thermomix deshalb gewählt. Sag mal, man könnte die Milch ja jetzt auch in einem normalen Mixer machen. Aber ich habe es eben deshalb gewählt, weil wir machen jetzt, wie gesagt, einen Kaffee. Dafür werden wir jetzt die Milch auch nicht sieben. Normalerweise kann man die jetzt noch durch einen Nussbeutel sieben, damit es eben die ganzen Fasern sozusagen rausfiltert. Aber ich lasse die auch gerne mal drin. Und genau. In dem Fall, da wir die jetzt auch gleich trinken, lasse ich sie auch drin. Und das Schöne ist jetzt eben beim Thermomix, dass ich hier direkt die Temperatur einstellen kann. Machen das Ganze jetzt mal einfach auf 10 Minuten. Ist jetzt ein bisschen viel, aber man kann ja dann auch nochmal runtergehen und stellen das jetzt hier auf 40 Grad ein. So. Und da kann die sozusagen ein bisschen erstmal warm werden. Ah, super. Und wir kommen jetzt sozusagen zu dem Kaffee. Was haben wir denn da alles Leckeres drin? Genau, wir haben im Kaffee folgende Zutaten. Man braucht natürlich eine gute Basis. Das heißt, es gibt verschiedene Dinkel- oder Süßlupinenkaffee von Naturata. Habt ihr hier drunter auch verlinkt. Die sind ein sehr, sehr guter Hersteller, vertrauenswürdig. Das heißt, den nehmen wir als Basis. Was nehmen wir dann? Genau, auf alle Fälle kommt natürlich noch mal ein bisschen Süße rein. Wir werden Cashewquark mit reinmachen, wir werden Zimt mit reinmachen und wir werden Vanille mit reinmachen. Ganz genau. Das hätte man jetzt auch alles in die Milch machen können. Dann schmeckt die Milch nämlich so ein bisschen vanillig, so ein bisschen nach genau. Zimt. Genau, also die Vanille tue ich dann auch immer in die Milch noch mit rein. Also ich trinke die generell so, Hafermilch mit Vanille. Und jetzt eben zusätzlich zu dem Kaffee machen wir noch ein bisschen Zimt mit rein. Weil Zimt ist einfach, erstmal es wärmt natürlich auch schön von innen. Das ist natürlich ein super Vorteil. Außerdem tut es den Blutzuckerspiegel regulieren. Das heißt, es tut den Blutzuckerspiegel senken. Das ist natürlich ein sehr guter Vorteil. Und es ist halt auch appetitanregend. Richtig, ja. Appetitanregend. Es regt auch die Darmtätigkeit an. Also gerade wer so Völlegefühl hat, Probleme, Blähungen hat, der ist da auf der richtigen Seite. Und das ätherische Öl Eugenol wirkt auch desinfizierend. Aha, ja. Wow, auch wieder was gelernt. Deswegen, ich bin auch ein totaler Zimt-Fan. Ich auch. Und du bist auch ein Vanille-Fan. Richtig, ja. Vanille wirkt sehr beruhigend. Also Vanille ist in unserer Gesellschaft sehr gefragt. Die meisten lieben Vanille redlich, weil es geschmacklich so toll ist. Aber wir müssen uns ja immer fragen, wieso schmeckt uns jetzt ein Nahrungsmittel so gut? Weil wir es ganz dringend brauchen. Wir brauchen also ruhige Nerven. Wir leben in einer Welt, wo viele Stressoren herrschen. Ich meine jetzt nicht nur Elektrosmog, ich meine jetzt nicht nur schlechte Nahrungsmittel, sondern ich meine auch der gesellschaftliche kollektive Druck auf der Arbeit etc. Und da ist Vanille einfach ein sehr guter Ausgleich. Das heißt, Vanille, gibt sogar Studien dazu, hilft sogar bei Alzheimer,
Parkinson und anderen neurologischen Erkrankungen. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, wenn die Nerven blank liegen, dann sind wir reizbar, dann reagieren wir sehr schnell ungemütlich und dann stehen wir nicht ganz in unserer Mitte. Und der Kaffee macht genau das. Er bringt uns in der Regel in einen sogenannten Fight-or-Flight-Modus. Das heißt, für den Körper macht es keinen Unterschied, ob ich einen Kaffee trinke oder ob vor mir ein Säbelzahntiger steht. Er macht Folgendes. Er pumpt das Blut weg von Regeneration, weg von Aufbau, ja, hin zu Kämpfen oder Flüchten. In die Arme oder die Beine. Das heißt, das Blut wird hier abgezogen und wird hier hingebracht und auch das Kleinhirn wird aktiviert. Das heißt, die großen kreativen Zentren werden erstmal ausgeschaltet und ich bin wirklich in einem richtigen Modus. Und in diesem Modus operandi, da ist es natürlich so, dass Anspannung und Stress meinen Alltag dominieren und die machen hier genau das Gegenteil. Ihr seht also, mit den Pflanzen, die wir in der Natur finden, können wir geschmacklich, aber auch energetisch das Gleiche erzeugen, was uns die Industrie da liefert. Nämlich einen Kaffee, der uns beruhigt, der aber trotzdem lecker schmeckt, der regenerierende Wirkung hat und der wie die Vanille sogar gegen Psoriasis, Schuppenflechte hilft. Wer hätte das gedacht? Wow, Wahnsinn. So, die Vanille habe ich jetzt einmal aufgeschnitten und das Innenmark sozusagen rausgekratzt. Das habe ich jetzt auch schon reingetan. Als nächstes machen wir Cashew rein, damit es einfach noch ein bisschen cremiger wird. Und natürlich auch wieder probiotisch. Falls ihr wissen wollt, was wir von Probiotika und Fermentationsprodukten halten und von der Lehre von Anthony William, schaut doch mal in der letzten Sendung rein. Denn ich bin ganz klar gegen die Lehre von Anthony William und frage mich sogar, wen channelt Anthony William? Mehr dazu in den anderen Sendungen. Fakt ist, Probiotika und Fermentationsprodukte sind ganz wichtig für unseren Darm. Das heißt, sie sind da, um Nährstoffe in die Darmzellen zu bringen. Sie sind da, um auf den Mikrovilli das Immunsystem zu bilden. Das heißt, Gastroenterologen haben herausgefunden, dass 95% unseres Immunsystems aus probiotischen Darmbakterien besteht, die sich auf den Darmzotten niederlassen und somit entscheiden, was kommt durch die Darmwand in den Körper und was wird abgeblockt. Das heißt, sie helfen gegen Parasiten, Viren und Bakterien, genauso wie sie auch kurzkettige Fettsäuren herstellen, wie Propionsäure oder Buttersäure. Das sind kurzkettige Fettsäuren, die nicht nur gesund für unser Endothel, für unsere Darmstammhaut sind, für unser Gehirn, sondern aus denen der Körper auch sogenannte Ketonkörper baut. Ketonkörper sind jetzt in aller Munde, ketogene Ernährung. Wir machen ketogene Rohkost, das heißt ohne Fleisch, das heißt ohne diese ganze Eiweißmast aus der Industrie arbeiten wir mit Salaten und mit Fermentation, weil diese Bakterien hier bauen aus den Fasern und Ballaststoffen im Salat diese kurzkettigen Fettsäuren. Das heißt, wenn ich die anreiche und morgens damit einen Kaffee trinke, kann ich meinen Salat mittags besser verdauen. So schließt sich der Kreis. So, ich habe jetzt noch einen Löffelchen Zimt mit reingemacht und jetzt kommt natürlich das Beste. Also wir werden es einmal mischen. Wir haben jetzt hier einmal Dinkelkaffee. Man kann auch Süßlupinenkaffee nehmen. Richtig. Und tatsächlich mache ich dann noch richtigen Espresso rein, allerdings nur von dieser Firma. Ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast. Das ist ja Kaffee, genauso wie Baumwolle und Tabak. Genau. Zu den Lebensmitteln gehören mit den meisten Pestiziden. Genau. Den könnt ihr jetzt dazugeben, wenn ihr wirklich diesen Kick noch haben wollt. Wenn ihr sagt, David, jetzt habe genug Gesundes drin, ich brauche diesen Kaffeekick. Dann macht ihr den rein. Wenn ihr wirklich der Genießer seid, nehmt ihr den Dinkel oder Süßlupine. Süßlupine ist eine Eiweißpflanze, die auch noch zusätzlich sehr, sehr viele Aminosäuren besitzt. Also auch dahingehend sehr gesund. Und der Dinkel eigentlich auch, wenn man jetzt tatsächlich ihn eine Ursorte hat und ein gutes Korn. So, und wir machen noch mal ein bisschen Ahornsirup rein. Ups. Aha. Ja, die macht das alles nach Gefühl. Die ganzen Rezepte findet ihr natürlich in diesem Rezeptebuch oder in dem nächsten, weil wir sind schon dran, das nächste zu planen, Leute. Das wird ganz, ganz spannend. Aber lest das erstmal durch, denn hier gibt es ganz, ganz viele tolle Informationen, Hintergrundinformationen zu den ganzen Gerichten etc. So, das wird jetzt nochmal richtig kräftig durchgemixt. So, dann schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Richtig. Auch hier wieder der Hinweis dort. Ihr seht, wie schnell und einfach das geht. Das heißt, zu meinen, es sei so schwierig, auch ich kaufe mir lieber eine Hafermilch, aber ich schaffe das nicht jeden Tag, ist Mumpitz. Ein gutes Gerät, also entweder den oder einen sehr guten Mixer und schon ist der Drops gelutscht. Das heißt, wir können damit ganz, ganz viel, ganz, ganz einfach und ganz, ganz günstig unsere eigene Milch herstellen. Was glaubt ihr, hat uns dieser eine Liter jetzt gekostet? Seid ehrlich, Leute. Was kostet der Liter im Supermarkt und mit all den Gesundheitskosten? Das heißt, entweder gebe ich jetzt ein bisschen Geld für Gesundheit aus oder im Alter sehr viel Geld für Krankheit. Was sagst du? Ist da deinen Ansprüchen entsprechend? Ja. Super. Da könnte ein bisschen
heißer sein, aber sonst finde ich geschmacklich. Also ich habe jetzt wirklich auf 40 Grad gemacht. Okay, ich persönlich mag es jetzt auch ein bisschen wärmer. Ihr dürft auch, und das ist jetzt eine kleine Ausnahmeregelung, bei zum Beispiel Tees oder Kräutern, die verbrennen nicht und werden auch nicht direkt zerstört, wenn ihr sie auch auf 60 Grad erwärmt. Das heißt, gerne nochmal auf 60 Grad stellen, weil wenn wir was Warmes zu uns nehmen, warme Getränke reinigen besser. Weine Getränke, sag ich mal, erwärmen auch den Darm. Und der Darm ist sowieso unsere Heizung, der Dickdarm. Darin leben Bakterienkulturen, die uns wärmen. Der läuft auch hier wie so eine Heizung über den Körper drüber. Und wenn uns nicht warm genug ist, fehlen uns Probiotika, es fehlen uns fermentierte Lebensmittel. Deswegen hat man auch Sauerkraut im Winter in Deutschland immer sehr gern gegessen. Ja, das stimmt. Ich habe es jetzt nochmal auf 60 Grad erhitzt. Danke. Und ich freue mich schon drauf. Ich trinke den wirklich total gerne. Also das ist so auch mal um die Mittagszeit rum, am Wochenende kann man sich das mal gönnen. Ganz genau. So, das große Finale. Du hast es nochmal ein bisschen erwärmt und da seid auch nicht zu knauserig, Leute. Gönnt euch, wie gesagt, bei der Rohkost, wenn ihr es macht, mehr Süße, mehr Erwärme. Leute, alles ist noch besser als die vorige Industrienahrung. Deswegen, oh, der sieht aber klasse aus. Der ist richtig cremig. Also ist auch ein bisschen dicker, weil wir den jetzt, wie gesagt, wir haben ja die Hafermilch nicht gefiltert. Richtig, genau. Dadurch macht er auch noch schön satt. Der ist köstlich. Dann ein Hoch auf unseren Rohkostkaffee ohne Fake-Hafermilch. Das ist lecker, ne? Wirklich sehr gut. Also ziemlich dick, du sagst es schon, fast eine Mahlzeit. Also ihr könnt euch auch mit noch Wasser verdünnen. Mhm. Oder ihr filtert halt, wie gesagt, den Hafer vorher, die Hafermilch. Richtig. Ja. Und was ihr auch machen könnt, dazu entweder noch ein bisschen Kokosöl oder ein bisschen Kokosschokolade, die wir natürlich auch in diesem tollen Rezeptbuch wieder verewigt haben. Das heißt, ihr kommt in diesen Zustand der Ketose, das ist die sogenannte Bulletproof Coffee. Das heißt, durch ein bisschen Kokosöl bleiben wir in der Ketose, weil da diese Fettsäuren drin sind und auch Laurinsäure. Das heißt, der Körper hydriert sehr gut und das Wasser wird gut aufgenommen. Auch gut. Mhm. Super, oder? Super. Also zum Genießen optimal. Und unser Kaffee ist ja jetzt auch nicht so koffeinhaltig, dass man ihn auch nicht zu spät abends trinken sollte, weil der normale Kaffee zu spät abends genossen. Also ich trinke den tatsächlich meistens so 16, 17 Uhr rum. Weil dann bin ich auch nochmal so mit Arbeiten so langsam, ne? Dann mache ich mal eine Pause. Ja. Und Richtig. Kann trotzdem gut schlafen. Ganz genau, dann passt das. In die Uhrzeit geht es dann noch, weil wenn man zu spät den Kaffee trinkt, wird Cortisol produziert. Und Cortisol ist der Gegenspieler von Melatonin. Und damit der Körper aus Cortisol wieder Melatonin umwandeln kann, dauert es eine gewisse Zeit. Und diese Zeit, die wird immer kürzer bei den Menschen. Das heißt, Cortisol ist noch bis zum Schlafengehen hoch. Und dann wollen wir auf einmal schlafen und wundern uns, wie wir nicht einschlafen können. Ein Drittel aller Deutschen haben Schlafprobleme. Wahnsinn, oder? Ja. Da müssen wir auf alle Fälle was tun. Und darüber erzählen wir euch dann mehr in der nächsten Sendung. Richtig. Perfekt. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.